Yo Leute und willkommen auf den Player Sub Channel. Ich bin gerade echt. Heute ist so ein Tag, wo nichts klappt. Ich schwöre euch, heute klappt gar nichts. Ich habe zwei Videos aufgenommen, darf beide wieder neu machen. Ja. Ich hätte jetzt schon, wo ich dieses Video gerade aufnehme, schon längst am Stream sein sollen, weil für heute alles fertig ist. Nein! Weil das Gameplay, das ich davor aufnehmen wollte, ich habe einen Double Kill gemacht auf Level 1 als Lucian. Meine Maus und Tastatur geht auf einmal nicht. Jetzt. Das ging auf einmal nicht. Wir haben das Game deswegen verloren. So, also meine Maus und Tastatur ging überall, nur nicht in LOL. So, I don't know, man. Jetzt bin ich hier in einem Game auf der unteren Linie. Und denke auch nur einfach, come on. So, come on, denke ich mir. Ey, läuft ohne Witz. Leute, wenn der Jax jetzt runterläuft, ja, wenn er jetzt runterlaufen sollte. My whole setup is safe. Dann ist es Karma, Leute. Dann ist es Karma. Nicht nur meinem Team, sondern generell ist es einfach, hat mich Gott gesegnet. So, dann habe ich heute auch mal was Schönes verdient. Wisst ihr? Ich bin nämlich in meiner Promo das erste Game habe ich verloren. Ich stehe gerade 0-2. Das erste Game habe ich verloren, weil ich Victor Top gespielt habe und mein ganzes Team ist gestorben. Überall hin. Kann passieren. Zweites Game habe ich gestorben wegen dieser Lucian-Kacke, Mann. Weil meine Maus und Tastatur nicht ging. Kompletter Tilt, Leute. Kompletter Tilt. Ich weiß gerade gar nicht, ob das so smart ist eigentlich, oder? Ich weiß nicht, ich bin sehr defensiv ausgelegt, wenn ich mal meine Kacke hier anguckt. Das ist alles auf Tanky Wankiness. Karma ist auf Klepto, was auch nicht sehr cool ist. Gucken wir mal nach. Wenn Caitlyn vorne ist, dann ist nice für uns. Okay. Wird wohl generell nichts. Aber es ist kein Problem, Leute. Wir sind ja echt sehr, sehr, sehr safe. Ich kann da nicht einfach hingehen. Bruder, das kannst du gerne machen, wenn du willst. Aber ich kann's. Er macht Krabbe. Er macht Krabbe. Ey, ich kann mir das nicht leisten. Komm, hör auf. Pike könnte hier drin sein. Ich muss aufpassen. Ich weiß gerade gar nicht. Ah, wir hätten Lane eigentlich echt gut pressuren können. Aber es ist fein. Die Map ist gerade gesplittet. Was so viel bedeutet wie. Karma und ich sind hier gerade ein bisschen am Arsch. Weil die Gegner können die quasi immer mit der Pressure ihres Jungler spielen und wir halt nicht. Kriegt die noch? Nice. Lass mal gucken, ob wir den hier auch bekommen. Nein, Kennen-Senpai! Den komme ich nicht. Ja, moin, Leute. Oh shit. Oh shit. Ey, was ist das hier für ein Minion-Block? Meine Fresse. Hätte ich den Pike ein kleines früher gegen die Wand gehauen, dann wäre das echt nice für uns gewesen. Aber egal, ich sustain mich hier relativ gut gegen. Oh. Boy. Ich will das echt nicht fighten. Ich muss einfach die Wave reinpushen und dann resetten. Viel einfacher. Okay, das nächste Academy will ich jetzt nicht verkacken.
Burst mich mal lieber mit Q weg. Holy shit, das hat mich aber zwei, drei andere Minis gekostet. Ist Kate in die Base gegangen? Jo, Kate ist Base gegangen. Okay, ich lastete gerade echt wie scheiße. Ich habe auch ein bisschen weniger Damage als sonst, weil ich halt in den Tankbomb reingegangen bin. Boah, ey, ich bin nur 4 CS ahead. Das wird jetzt aber eh alles wieder wegfahren. Nice, ich stehe vor ihr. Ist sehr wichtig, dass ich bei sowas vor ihr stehe. Okay, holen wir direkt die hier, die und die. Gib mir einfach die Möglichkeit, besser Sachen zu sidesteppen. Weil ich glaube, Tabis sind vielleicht hier nicht unbedingt bad, aber ich glaube, es wäre too much. Also, ich fühle mich jetzt nicht unbedingt schwächer als sie. Oder kriegt er, oder? Oh, nice. Nein, ich kann das nicht fighten. Oh, wobei, mir fällt auf. Ich spiele gegen Pike, ne? Leute, vergesst, was ich gesagt habe. Ich hätte mir doch Tabis kaufen sollen. Einfach nur, weil Dingens... Weil... Double AD Botlane. Ah, warte, wir können schon mal eine Potion nehmen. Ich hab auch schon etwas Leben verloren. Also lass es mich so sagen, wenn ich es richtig spiele, ist es nicht zu schlimm. Na, dann mache ich einfach bada bing, bada bum. Wenn ich es aber falsch spiele, bin ich instant tot. Ich muss mal sagen, AD Carry fühlt sich sehr smooth an, wenn man viel Attack Speed hat. Oder wenn man zumindest etwas hat, ne? Weil ich habe ja keinen Legend Alacrity drin. Was bedeutet, ich habe etwas weniger Attack Speed als sonst. Aber eine Sache kann man schon mal sagen, ne? Leute, wir haben nicht den Tower ab Minute 5 verloren. Nice, der Mord. Holy shit, der hat den Tower schon? Ich glaube, Lee kommt nach unten, oder? Ja. Get the fuck out of my lane, Mann! Rush B, du Wichser! Naja, kann ich nichts machen. Schade Schokolade. Oh, Mann! Mist. Putz. Mono sollte sie kriegen. Ja. Okay. Sehr interessantes Game soweit. Hey, yo, boy, mein Form, please. Muss Karma hochgehen? Nein, ich gehe hoch. Da ist so viel Farm gerade. Scheiß mal noch auf Pink und warten oder auf Mana warten oder sowas. Lieber einmal instant nach oben, mir dabei noch ein bisschen Schokolade gönnen.
Leute, ohne Witz, ich bin die letzten Tage so viel fetter geworden. Ey, ich lebe gerade die letzten Tage nur noch von Pizza, Cola und Schokolade. Ey. Ich bin so einer. Ich brauche das nicht, ne? So, vielleicht kaufe ich mir im Monat einmal irgendwie eine Packung Chips oder sowas. Und das war's dann auch. Aber ich bin einer. Ich esse es dann, wenn es im Haus ist. So, und leider haben wir Bootcamps und sowas. Da kaufen wir immer Cola ein für die Leute. Und ich lebe hier halt auch mit anderen zusammen. Die kaufen sich halt auch immer. Die kaufen halt auch mal ab und an so eine Packung. Boah, ich werde einfach so fett davon. Okay. Wir müssen jetzt dasselbe machen, so wie auch mit Talon. Deshalb bereiten wir diese Wave hier vor. Und move dann weiter. Das heißt, Jax wird hochkommen, wird das abfarmen, höchstwahrscheinlich. Da ist ein Full AP Malph, der mich one-shotten wird, höchstwahrscheinlich. Wird er da irgendwie drauf kollapsen? Ne. Ich gehe bestimmt in die Mitte. Lass mal ihm helfen. Den Jax würde ich locker im 1 gegen 1 nehmen können. Er hat nur Mercs, er ist auch ein Level unter mir. Okay. Wenn er nicht laufen würde, würde ich ihn nehmen im 1 gegen 1. Oh shit. Oh shit. Oh shit, er hat das TP gecancelt. Oh, scheiße. I thought we will fight. My bad. Warum ziehen wir den Harold nicht? Hä? Oh, ich glaube, er wollte Harold ziehen. Schade, schade, schade. Ist unlucky. Ich hätte auch Karma sterben lassen sollen. Also einerseits bin ich reingegangen. Weil ich davon ausging, dass wir das fighten. Weil halt das TP kam. Andererseits auch, wäre das nicht bad gewesen. Leute, ich muss das da oben farmen. Ich habe da leider gerade nicht viel Wahl. I'm farming top. Ja. Oh, das sieht mir noch irgendwie blöd aus, oder? Sie schon gleich kommen. Die verkacken das. Und dann werde ich geblamed. Oder? Ey, doch, die verkacken das nicht. Bliert, meine Freunde. Ich muss ja weiter rausdrücken. Leider keine andere Wahl gerade. Weil unten komme ich eh nicht rechtzeitig an. Deswegen pushen wir das hier weiter. So. Wir haben jetzt, ist vielleicht unser Borg fertig, wenn wir in die Base gehen. Ich kann nicht weiter hier bleiben. Ja, da sind schon langsam die ersten Leute Mist. Da kann ich nochmal versuchen, den Blue Wolf zu klauen. Oh shit, ist mein Damage aber unterirdisch. Oh shit. Kommen wir hier noch weg? Ja, nice, okay. Eben die vor, die wollen mich jetzt noch diven. Das wäre echt sehr unlucky. Oh shit. Ist das ein Bait?
Okay, ist es nicht. Ich sehe schon gleich kommen. Flash Q über die Wand. Und ich bin RIP. Okay, wohl nicht. So, ich werde jetzt anfangen, ein bisschen zu groupen. Weil davor konnte ich nicht hinmoven. Da war eine Wave oben, die haben unten bereits Welle gemacht. Da war der logischste Play, oben nochmal etwas Gegenpressure zu machen. John sollte das eigentlich auspushen. Lol. Oh lol. Holy shit. Ich habe mich schon gerade eingestuhlt. Oben ist Farm, Leute. Ich muss dahin. Boys, Topland ist eine riesen Wave. Top Wave ist huge. Vielleicht liegt es daran, dass ich so denke, weil ich, naja, Toplaner bin. Also, ja, Toplaner Jungler so. Aber so eine Wave kann man nicht stehen lassen. Deswegen ist Sideline-Spielen einfach generell sehr wichtig. So, wenn ich das nicht mitnehme, haben wir dann ein Risiko. So, entweder kriegen wir unseren Play hin, den wir machen wollen, und es ist super. Ja, das. Oder wir kriegen ihn nicht hin und wir verlieren doppelt, weil wir den Farm da oben auch nochmal mit verlieren. Beziehungsweise die Erfahrung. Hier, das Setup. Get top next. Okay. Oder die machen das. Okay, die sind da wieder völlig fein. Das heißt, ich pushe hier weiter. Das Gute ist halt auch, ich krieg sehr viel Solo-Erfahrung. Die sind wohl doch nicht so fein. Oder? Doch, sind die. Ich hätte oben weiter pushen sollen. Ich habe mal langsam angesehen, dass Leute gestorben sind. Warte, enden wir jetzt? What? Ich bin gerade völlig out of loop, Mann. Ich bin gerade legit komplett out of loop. Ah, ne, Tower da oben hätte ich bekommen. Okay, ich kack einfach drauf, Leute. Auf Farm ist geschissen. Ich bleib einfach bei meinen Boys. Ragebait brauche ich gar nicht. Die sind alle super squishy. Komm, wir groupen einfach, Leute. Und dann machen wir Rush B. Bliet. Irgendwas richtig verbrannt. Habe ich mich eingestuhlt? Ne, habe ich nicht. Aber es riecht hier trotzdem sehr verbrannt. Oh Leute, sie können sich komplett. Leute, willkommen bei Mother Russia. Lol, der hat kein Tower. Er baitet mich. Nein! Fuck, man! Ich hätte ihn noch gerne umgebracht. Leute, man! Das ist Gottes Zeichen für die ganze Scheiße und ich krieg einen Free Win. Haut rein, Leute. Tschüss, tschüss.